Gottes Friede sei mit uns allen. Amen. Mitte des Jahres 1944 näherte sich der Luftkrieg bedrohlich. Wie bereits in Nachbarstädten erfolgten auch im Hanauer Raum Bomben sowie Tiefangriffe. Am 6. Januar und am 19. März 1945 führten zwei nächtliche Großangriffe der Royal Air Force auf Hanau befehlsgemäß zur fast vollständigen Zerstörung der Innenstadt. Die Strategie war, man wollte gezielt die Wohngebiete von Städten in nächtlichen Angriffen bombardieren, um die Moral der Zivilbevölkerung zu schwächen. Mit der nationalsozialistischen Propaganda begann Ausgrenzung, begann ein Krieg unermesslichen Ausmaßes, der zerstörerische, tödliche Auseinandersetzungen unzählige Angriffe zur Folge hatte. Heute gedenken wir des 76. Jahrestages der Zerstörung in Hanau. Wir haben mit dieser Erfahrung der furchtbaren Geschichte von Zerstörung und Gewalt einen Auftrag für Frieden, demokratisches Denken und gelebte Toleranz einzutreten. Gott segne diese Stunde. Wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war? Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern, und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu und sind ihre Feinde geworden. Die Straßen liegen wüst, weil niemand auf ein Fest kommt. Alle Tore der Stadt stehen öde. Die Priester seufzen. Ihre Jungfrauen sehen jammervoll drein und sind betrübt. Und ihre Widersacher sind oben auf. Ihren Feinden geht's gut. Denn der Herr hat über die Stadt Jammer gebracht, um ihrer großen Sünden willen. Und ihre Kinder sind gefangen, vor dem Feind dahingezogen. Alles Volk seufzt und geht nach Brot. Und es gibt seine Kleinode um Speise, um sein Leben zu erhalten. Ach Herr, sieh doch und schau, wie verachtet bin ich. Euch allen, die ihr vorübergeht, sage ich, schaut doch und seht den Schmerz, der mich getroffen hat. Herr, und dieser Jammer. Der Herr hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt und lässt es wüten. Er hat mich zur Wüste gemacht. Schwer ist das Joch meiner Sünden. Und darüber weine ich so. Mein Auge fließt von den Tränen. Ach Herr, sieh doch, wie bange mir ist, dass mir's im Leib davon wehtut. Mir dreht sich das Herz im Leib um, weil ich so ungehorsam gewesen bin.
Draußen hat mich das Schwert und im Hause hat mich der Tod meiner Kinder beraubt. Man hört's, wie ich weine und seufze. Wie liegt die Stadt so wüst und verlassen?
Dann kam der 18. März, der letzte Tag vor dem Inferno. Am Vormittag dieses Tages war ein längerer Fliegeralarm. Ohne dass etwas in Hanau geschah. Und dann trat Ruhe ein. Von einem Besuch bei einem Freund in Großauheim fuhr ich gegen 18 Uhr mit dem Fahrrad durch die Stadt zurück in die Tiefgasse 4 am Altstädter Markt, in das Haus meiner Großmutter, wo wir seit dem 12. Dezember lebten, weil unsere Wohnung in der Spessartstraße durch Bomben unbewohnbar geworden war. Ich dachte nicht daran, dass das meine letzte Fahrt durch das alte Hanau sein würde. Wie immer gingen wir auch an diesem Abend fast ganz in den Kleidern zu Bett, um beim Alarm schnell in den Schutzraum zu können. Wir konnten zunächst in dieser Nacht ruhig schlafen. Dann, in der Frühe des 19. März gegen 4.25 Uhr, wurde ich durch ein lautes Krachen geweckt. Mein erster Gedanke war, das ist die Artillerie. Die Amerikaner sind durchgebrochen. Es war ja auch kein Fliegeralarm gegeben. Aber dann sah ich durch die Ritze der Verdunklung das rötliche Licht der Leuchtbomben. Also doch ein Angriff. Wir hasteten so schnell wie wir konnten in den Keller. Und dann folgte Detonation auf Detonation, wie ich es bislang noch überhaupt nie erlebt hatte. Und in einer solchen Dichte, dass wir das Pfeifen der Bomben kaum hörten. Es krachte nur noch. Der Keller schaukelte und bebte hin und her, von der Decke rieselte Staub. Und es nahm uns jede Sicht. Dann, nach etwa einer Viertelstunde, wurde es ruhig. Mein Vater, ein Hausbewohner und ich verließen den Keller, um das Haus nach Schäden zu begutachten. Im Hof brannten die Holzscheite. Auf dem Dachboden brannte es. Und wir versuchten, alles zu löschen, doch bald ging unser Wasser auch aus. Denn durch die Bomben war das Versorgungsnetz zerstört worden. Das Löschen hatte auch ohnehin nichts genützt, da die Häuser ringsumher mehr und mehr nur brannten. Wir gaben es auf und gingen wieder in den Keller, in den jetzt von einem Kellerfenster her grünlich brennendes Phosphor lief und ein beißender Geruch sich verbreitete. Mein Vater nahm dann die gefährliche Situation wahr und trieb uns und Nachbarn, die von dem Nachbarnhaus durch den Durchbruch auch zu uns in den Keller gekommen waren, über die Trümmer der eingestützten vorderen Hauswand und trieb uns auf den Altstädter Markt, der durch die brennenden Häuser rot und hell erleuchtet war. Wir nahmen noch eine alte Frau mit, die völlig apathisch, hilflos dastand. Und wir liefen an der Marienkirche vorbei, wo der Turm gerade einzubrechen drohte. Wir fanden also Schutz in einem anderen Keller. Und nach einer Weile
versuchten wir auch dort wieder heraus auf den Altstädter Markt hervorzudringen. Es war unglaublich. Der Tag brach an, aber überall lagen nur Trümmer.
Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen, Gott. Und er sprach: Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will vor dir kundtun: Wem ich gnädig bin, den bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Und wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen, aber mein Angesicht, das kann man nicht sehen. Thank you.
Ich träume davon, dass eines Tages sich die Menschen erheben und einsehen werden, dass sie geschaffen sind, um als Brüder miteinander zu leben. Ich träume an diesem Morgen noch davon, dass eines Tages jeder Neger in diesem Land, jeder Farbige in der Welt aufgrund seines Charakters anstatt seiner Hautfarbe beurteilt werden wird. Und dass jeder Mensch den Wert und die Würde der menschlichen Persönlichkeit achten wird. Ich träume auch heute noch davon, dass Brüderlichkeit mehr sein wird als ein paar Worte am Ende eines Gebets. Vielmehr das vordringliche Geschäft in der Agenda jedes Gesetzgebers. Ich träume auch heute noch davon, dass es eines Tages das Recht offenbart werden wird wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Ich träume auch heute noch davon, dass in all unseren Parlamentsgebäuden und Rathäusern Männer gewählt und einziehen werden, die Gerechtigkeit und Gnade üben und demütig sind vor ihrem Gott. Ich träume auch heute noch davon, dass eines Tages der Krieg ein Ende nehmen wird. Dass die Männer ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Dass kein Volk wieder das andere ein Schwert erheben und nicht mehr kriegen lernen wird. Ich träume auch heute noch davon, dass eines Tages das Lamm und der Löwe sich miteinander niederlegen werden, ein jeglicher unter seinem Weinstock und Feigenbaum, und sie wohnen werden ohne Scheu. Ich träume auch heute noch davon, dass eines Tages alle Täler erhöht und alle Berge und Hügel erniedrigt werden und was ungleich ist, eben und was höckrig ist, schlicht und dass die Herrlichkeit des Herrn offenbart werden wird. Ich träume immer noch davon, dass wir mit diesem Glauben imstande sein werden, den Rat der Hoffnungslosigkeit zu vertagen und neues Licht in die Dunkelkammern des Pessimismus zu bringen. Mit diesem Glauben wird es uns gelingen, den Tag schneller herbeizuführen, sodass endlich Frieden auf Erden ist.
Wir beten für alle Menschen, die zu Opfern werden von sinnloser Gewalt. Wir beten für Menschen, die zu Opfern werden von Ausgrenzung zwischen Völkern und Ideologien, zwischen Arm und Reich, zwischen Konfessionen und Religionen. Wir beten, dass wir Versöhnung leben und den Frieden ausbreiten, dass wir zusammenbringen, was zerrissen ist, und verbinden, wo Menschen getrennt sind. Wir beten für tragfähige Beziehungen und ein gutes Miteinander in allen Lebensbereichen, in den Schulen, Betrieben, in unseren Kirchen, Moscheen, Religionsgemeinschaften, in Stadt und Land. Dass wir einander achten, so unterschiedlich wir sind. Dass wir uns gegenseitig unterstützen zu einem guten, gelingenden Leben. Gib uns deinen Geist, der uns befreit und der uns fähig macht für eine friedliche Welt. Und miteinander beten wir das Gebet, das uns Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
empfangen wir den Segen Gottes. Führe uns aus dem Tod ins Leben, aus der Lüge in die Wahrheit, aus der Zerrissenheit zur Einigkeit. Führe uns aus der Verzweiflung zur Hoffnung, aus der Angst ins Vertrauen. Lass Frieden unsere Herzen erfüllen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.